Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 18. April. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich hoffe, Sie hatten ein gutes Wochenende und ich möchte Sie heute gleich mal natürlich abholen hier am Währungsmarkt und zwar in Sachen Loonie. US-Dollar gegenüber Kanadisch Dollar sehr, sehr stark unterwegs. Auf der Gegenseite auch wieder der Yen stark unterwegs. Yen Pair ist unter Druck. Hängt alles ein Stück weit damit zusammen, dass A, die Aktienmärkte wieder schwach in den Wochenauftakt reinkommen. Warum? Weil am Wochenende hier ja das OPEC-Treffen war. Hierbei wieder viele Ziele hätten erarbeitet worden sein sollen. Aber wie wir jetzt wissen und auch schon, ja, weit und breit im Netz diskutiert wird, ist das Treffen letztlich gescheitert. Und das ist natürlich eine Geschichte, dass sie sich hier nicht auf eine Einigung in Sachen Drosselung und dergleichen, in Sachen Erdölproduktion hier ausrichten können, die OPEC-Länder. Das ist immer mal wieder so, dass hier Vorgaben gemacht werden, aber einzelne Länder sich eh nicht dran halten. Und ja, die politische Instabilität einzelner Länder führt da natürlich auch noch kräftig mit zu bei, dass das alles unsicher ist. Letztlich sehen wir heute den Ölpreis sehr, sehr schwach. Dementsprechend auch den kanadischen Dollar schwach, der hier als Korrelationswährung immer wieder zu sehen ist, als Rohstoffwährung, insbesondere Ölwährung. Wir haben heute in der Nacht zum Opening mitteleuropäischer Zeit 23 Uhr schon riesige Gaps gesehen beim kanadischen Dollar Yen, beim kanadischen Dollar Schweizer Franken oder auch dem US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, wie wir ihn hier sehen im Stundenchart-Intervall. Ja, also hier entsprechend der kanadische Dollar schwach beim Loonie, also gegenüber dem US-Dollar, US-Dollar, kanadische Dollar hier der Chart und entsprechend profitiert der US-Dollar aktuell von dieser Situation. Letztlich sind wir hier mit dem Gap Up in einer ganz klaren Widerstandszone gelandet und das wird jetzt mal hier gespannt zu beobachten sein, ob wir heute noch mal da rauskommen oder sich das Gap schließt. Tatsache ist, dass rein statistisch gesehen die Gaps in der Regel, die am Sonntag aufgerissen werden, in der darauffolgenden Woche geschlossen werden. Das heißt, in der Regel ist es tatsächlich so, dass die Gaps nicht lange Bestand haben. Es könnte ergo dazu führen, dass Sie sich hier im Bereich 1,30 durchaus um interessante Short-Einstiegsmöglichkeiten handeln könnte. Andererseits, wenn wir hier hochschauen, haben wir ja auch ein schönes Widerstandscluster bei 1,32 auf Stundenbasis. Und insofern ist natürlich hier die Frage, wo wird der Preis jetzt letztlich mal eine Umkehr vollziehen? Unterm Strich gesagt, haben wir hier einige Möglichkeiten der Erholung. Sollten wir heute ein neues Tageshoch sehen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir durchaus noch 200 weitere Pips nach oben laufen. Hier der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar auf jeden Fall mit dieser Perspektive, wenn es hier einen Ausbruch nach oben gibt. Sollten wir allerdings jetzt schon um 1,30 herum eine Schwäche erfahren, Sie sehen es auch hier in den gleitenden Durchschnitten. Dazu auch hier nochmal der Rainbow kurz in den Chart gezogen. Dazu morgen ja auch speziell das Rainbow Trading Seminar. Sie sehen hier, das Momentum ist dermaßen stark negativ, das bedarf keiner weiteren Worte. Und wenn wir uns jetzt hier im Bereich 1,30, also hier an diesen trägen blauen gleitenden Durchschnitten sozusagen wieder nach unten orientieren, dann hat das unter Umständen solche Effekte, wie wir hier schon Ende März gesehen haben, Anfang April. Und Sie sehen, was in der Folge immer wieder rauskam. Neue Bewegungstiefs. Der Trend ist und bleibt abwärts. Allerdings natürlich hier muss man jetzt mal sehen, wie die Reaktionen weiter aufgenommen werden. Letztlich ist, wie gesagt, nichts passiert. Nächstes Öltreffen der OPEC-Länder ist hier am 2. Juni veranschlagt. Ja, bis dahin kann viel passieren, rein technisch, aber jetzt die Ausgangslage, dass US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar durchaus ansteigen könnte. Warum? Auch weil wir hier eine technische Ausgangsbasis haben. Auf Tagesbasis 1,28. Hier das Hoch vom Februar 2015. Hier vom März nochmal praktisch eine Art Widerstand. Doppeltop auch, gab eine Abwärtsbewegung, dann schraubte sich der Preis weiter hoch und hier sehr, sehr dynamisch im Sommer, Juli 2015 der Ausbruch und dann folgten hier eben nochmal mehr als 1000, 1300, 1400 Pips nach oben. Das war eine sehr, sehr dynamische Geschichte. Dann jedoch hier mit dem Start ins neue Jahr ganz klar massiv abgeschmiert, entsprechend der Ölpreis gestiegen, also hier wieder genau die Korrelation, Ölpreis stark, dann auch der kanadische Dollar stark und hier im Kontext US-Dollar, kanadischer Dollar, Loonie, dann hier entsprechend die Währung bzw. das Währungspaar nach unten gelaufen. Hier haben wir jetzt eine technische Unterstützung bei 1,28, das wurde auch hier schon im Devisenradar-Webinar immer mittwochs von 15 bis 16 Uhr dargestellt, dass es hier eine Supportzone gibt und hier war tatsächlich ein Einstiegslevel denkbar. Es wurde jetzt hier nach oben aufgelöst und jetzt laufen wir hier ja bei 1,30 auf die Round Number. Wir haben bei 1,3064 ein früheres Höchstlevel, ein Mehrjahreshoch aus früheren Jahren.
Das ist hier ein Widerstandscluster, wo man sagen kann, okay, da kann der Preis durchaus hinlaufen und bereits wieder eindrehen. Moment, wir machen das nochmal mit einem roten Widerstandslevel mal ein Stück weit transparenter sozusagen. So, das ist der Widerstandscluster jetzt. Aber man darf nicht vergessen, dass der Preis natürlich auch hier ein Stück überschießen kann. Ja? Also hier 1,32, wie gesagt, Widerstandslevel. Also in diesem Bereich sollte man sich meines Erachtens wieder auf Short-Engagements einstellen. Man kann auch hier mit diversen Fibonacci-Levels arbeiten. Aber ich denke mir, so stark nach oben dürfte es jetzt hier nicht gehen. Nehmen wir mal die früheren Fips raus, damit es hier nicht zu bunt wird. Also vom letzten Local Low vom April hier bis zum Höchststand. So, da haben wir hier die Bewegungsintervalle. Da sehen Sie hier das 38er Level, das ist bei 1,35 knapp. Da muss das Währungspaar doch schon ein ganzes Stück steigen. Gehen wir hier auf 32er Fibonacci Level. Je früher eine Währung, ein Index, eine Aktie, ein Rohstoff, was auch immer, nach einem Abwärtsimpuls, einen korrektiven Erholungsschub startet und je früher dieser eben abbricht. Und 23,6 ist anhand der Fibonacci-Relation ein mögliches Umkehrlevel und das passt hier mit der Abwärtstrendlinie ganz zusammen mit einem kleinen Spike über 1,30 vielleicht auch noch, wäre hier auf jeden Fall eine hervorragende Shortmöglichkeit, um in den Markt zu kommen, weil, und jetzt kommt's, wir haben hier eben auch eine sehr, sehr bärische Saisonalität vor uns. Ja, das beginnt im Prinzip auch jetzt schon. Der Markt könnte also direkt schon nach unten weiter abkippen. Wenn er es nicht direkt tut, dann geben wir dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Aber wir sehen, dass hier mit Blick auf die nächsten 40 Tage das Bild hier denkbar schlecht ist. Also selbst Erholungsimpulse, die sich denn jetzt hier darstellen, dürften meines Erachtens nicht allzu lange sein. Das bestätigt einerseits das technische Bild. Wir sind jetzt hier in einer Umkehrbewegung, die hier durchaus jetzt in Kürze schon wieder fortgesetzt werden kann. Insofern sollte man hier mal abwarten, ob der Ölpreis jetzt wirklich nachhaltig so viel nach unten korrigiert, wie das jetzt gemutmaßt wird. Technische Ausgangssituation sehr, sehr schön, Saisonalität auch. Insofern mögliche korrektive Erholungsimpulse, die jetzt heute Anfang der Woche und im weiteren Wochenverlauf starten, unter Umständen als Shortmöglichkeit sehen. Der Markt bietet hier auf jeden Fall einiges. Long Setup wäre hier über 1,33 sicher dann eine Option. Dann muss man hier auch deutlich nach oben drehen, 1,37. Vielleicht sogar 1,40, dann kann es wirklich richtig nach oben gehen. Halte ich aber eher für das unwahrscheinlichere Szenario, dass wir jetzt hier so einen Riesenimpuls nach oben sehen. Das wäre praktisch dann auch hier so eine Art Trendwende, die sich dann hier darstellen könnte. Und das sehe ich aktuell eben nicht. Gut, warten wir ab. Der Markt wird uns letztlich die Realität bescheren. Soweit mal zu den Tendenzen. Ich hoffe, konnte wieder einen kleinen Mehrwert liefern. Wünsche Ihnen somit einen schönen Trading Start in die Woche und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder und morgen Abend zur Rainbow Seminar Serie. 3 Tage lang Rainbow und ein Stück weit was es an den Märkten da zu covern gibt. Würde mich freuen, Sie da zu begrüßen. Anmeldung noch möglich, ansonsten dann auch gern wieder mal zu späterer Zeit. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche noch eine gute Zeit. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.